Ich begrüße euch zum nächsten Track, und der erste Vortrag, den wir hören, ist von Alexander Lehner, und der Titel ist OpenStreetMap und Freifunk. Ich gebe dir das Wort. Okay, hallo zusammen. Ihr habt die Kaffeepause gut überstanden, seid gestärkt, das ist gut. Ich erzähle euch ein bisschen was über Freifunk. Es hat mit den Freimaurern nichts zu tun, die kommen erst morgen dran. Freifunk ist ein WLAN-Netzwerk im allgemeinen Sinne, und ich stelle euch mal vor, was man damit alles machen kann, welchen Zusammenhang das mit OpenStreetMap und Geodaten hat und welche Auswertungen man daraus ziehen kann. Ein bisschen das Datenmodell möchte ich auch vorstellen. Ups. Man kann sich das so vorstellen, jeder kennt wahrscheinlich den Gastzugang von der Fritzbox oder einem anderen DSL-WLAN-Routern. Man möchte seinen Freunden irgendwie WLAN zur Verfügung stellen, möchte aber nicht, dass die im eigenen internen Hausnetz rumwurschteln, was ausdrucken oder sonst irgendwas machen, aber surfen sollen sie natürlich schon können. Jeder hat eigentlich inzwischen genügend Bandbreite, dass er da auch mal was davon hergeben kann. Und auf dieser Idee fußt unter anderem das Freifunksystem. Erweitern kommt hinzu, dass die Freifunkroute untereinander meshen können, also sich vernetzen. Und man sieht das hier ein bisschen exemplarisch. Ich weiß nicht, ob das geht. Nee, geht nicht. Einer stellt seinen Router auf den Kirchturm oben auf. Andere Router, die brauchen keinen DSL-Anschluss, die können praktisch dann partizipieren, indem sie sich miteinander vernetzen. Und so kann man den Internetzugang ausweiten von einer Station, und dann hüpft es von Station zu Station weiter, sodass man also auch entlegene Regionen zum Beispiel mit Internet versorgen kann. Das Freifunknetzwerk unterliegt also keinen Restriktionen. Es gibt keine Portfilterung, keine Inhaltsfilterung, das Ganze wird verschlüsselt über VPN übertragen und ist ein in sich selbstverwaltetes, geschlossenes IPv6-Netz, also IPv6, wem das was sagt oder auch nicht, das ist im Prinzip der Nachfolger von dem bisherigen IP-System, wo uns langsam die Adressen ausgehen. Man hat also eine grüne Wiese, wo man neu anfangen kann mit kompletten IPv6-Routing, das eröffnet also für verschiedene Dienste, ganz neue Möglichkeiten, an die man sonst normalerweise nicht so ohne weiteres rankommt, ohne seine eigene Netzwerkinfrastruktur kaputt zu machen oder zu gefährden, indem man irgendwelche Ports aufmacht, die von außen erreichbar sind. Es gibt keine Welcome-Pages, so wie hier zum Beispiel, wer sich mit dem WLAN an der Universität Passau rumärgern muss. Leider, dieses Modell, das ich mitgebracht habe, ist ohne Strom und auch ohne Netzwerkanschluss, sonst könntet ihr jetzt prima da surfen, das habe ich aber leider nicht hingekriegt. Ich wollte es mir jetzt auch nicht mit der IT-Abteilung hier an der Universität verscherzen. Es wäre ein bisschen der Plan gewesen, da rumzuspielen, aber leider geht das nicht. Die Idee dahinter, jemand stellt seine Route auf und versorgt im Prinzip eine ganze Stadt, ist vielleicht ein bisschen utopisch. Diese kleinen Geräte kosten inzwischen nur noch 17 Euro. Daher läuft ein komplettes Linux drauf. Das basiert auf dem OpenWRT. Das ist eine Linux-Distribution, die ist also auf vielen Routern drauf, ist eben quelloffen. Dadurch hat man die Möglichkeit, dieses VPN-System, dieses Meshing-System direkt in einem Linux-System einzupflanzen. Es ist dementsprechend auch leicht wartbar, und dadurch, dass die Quellen offen sind, natürlich für jeden erweiterbar und ohne irgendwelche Backdoors von kommerziellen Anbietern, so dass man da keine Angst haben muss. Des Weiteren kommt hinzu dieses ewige Thema der Störerhaftung. Das interessiert vor allem das Gastgewerbe, Hotelgewerbe, die ungern eigentlich ihren Gästen das WLAN zur Verfügung stellen, außer man unterschreibt irgendwelche Zettelchen, kriegt einen Barcode, einen Zugangscode oder sonst irgendwas. Die meisten Freifunkvereine, sage ich mal, Organisationen versuchen, ähnlich wie die Telekom, einen ISP-Status zu kriegen, also Internet Service Provider. Das heißt, sie werden von der Störerhaftung ausgenommen. Das hängt ein bisschen von der
Anzahl der Nutzer ab und müssten gleichzeitig aber kein User-Tracking machen, also keine Datenbank anlegen, wer wann sich angemeldet hat und so weiter. Das heißt, da ist man auf der sicheren Seite, auch was die Störerhaftung betrifft. Das heißt also, wer gerne File-Sharing betreiben möchte, illegalerweise, der sollte sich tunlichst einen Freifunk-Router zulegen. So funktioniert... Das ist die Praxis, so wird es gemacht, ja. So funktioniert das Ganze. Man nimmt einfach seinen bestehenden Router, das ist der obere, seine Fritzbox, man hat seinen normalen Laptop und als weiteren Client schließt man einfach diesen Freifunkrouter an. Der sendet dann sein Netzwerk mit der SSID, Freifunk Passau, Freifunk Landshut, wie auch immer. Schaut aus wie ein ganz normaler WLAN-Hotspot, ist auch ein ganz normaler WLAN-Hotspot. Und das war's. Das ist im Prinzip eine Plug-and-Play-Lösung. Das Flash-Image, das man drauf brennt, das kann man sich entweder selber runterladen oder man kriegt auch vorkonfigurierte Router, wo die schon eben entsprechend geflasht sind. Da wendet man sich am besten an seine lokale Community. Da gibt es eigentlich in jeder größeren Stadt, außer in Passau noch, einen Freifunkverein, an dem kann man sich wenden. Die verkaufen auch die Geräte, helfen bei der Installation, können Fragen beantworten und so weiter. So, jetzt da. Entschuldigung, das war zu weit. Genau. Bei 20 Euro ist es natürlich klar, dass das Bastlerherz höher schlagen lässt und überall klettern die Leute also auf Dächer. Kirchtürme sind natürlich besonders begehrt, wenn der Pfarrer mitspielt. Das mittlere Bild zum Beispiel, das ist so der Klassiker, das ist ein Richtfunkrouter, mit dem kann man also locker auch 3 Kilometer zum Beispiel überbrücken. Das ist ein ganz normales Gerät, das man für 50 Euro kaufen kann. Das ist ein bisschen eine größere Variante, gibt es in allen Preisstufen. Und dadurch kriegt man eine ziemlich hohe Flächenabdeckung, also auch über mehrere Quadratkilometer problemlos hin. Der Router an sich wird über ein ganz einfaches Webinterface konfiguriert, so wie man das eigentlich auch kennt, nur hat der ein paar zusätzliche Features. Unter anderem eben sieht man hier dieses rechts in dem Bild, Internetverbindung steht über Mesh VPN aktivieren. Das ist natürlich das, was jeder machen sollte oder will. VPN-Netzwerk heißt, dass die Daten verschlüsselt übertragen werden. Die werden beim Router eingepackt, werden dann über die verschlüsselte Leitung an einen Server transportiert. Der Server ist angemietet von der Freifunk-Community, der steht dann irgendwo in Nürnberg oder in einem großen Rechenzentrum, hat also entsprechende Bandbreite auch zur Verfügung. Und dort purzeln dann die Daten wieder raus, das heißt die Bundespolizei sieht dann zum Beispiel nur noch die IP-Adresse des Rechenzentrums und nicht mehr des eigenen DSL-Anschlusses. Das ist die Sicherheit, die da dahinter steckt. Das heißt, es ist nicht mehr nachzuvollziehen, wer genau was gemacht hat. Das wird auch nicht protokolliert. Das ist also völlig anonym. Interessant bei dem Ganzen ist jetzt, dass man diesem Router auch seine geografischen Koordinaten mitgeben kann. Das habe ich da rot eingekastelt. Das stellt jetzt unseren Bezug zu OpenStreetMap oder zur Geoinformatik überhaupt erstmal her. Warum trage ich überhaupt meine Koordinaten ein? Das werden wir jetzt gleich sehen. Vorher aber nochmal kurz, wie ist dieses Freifunksystem organisiert? Ihr seht das jetzt hier, das ist also eine sehr straffe Organisation. Es gibt Administratoren, die verwalten den Server im Rechenzentrum. Es gibt Maintainer, die kennen sich ein bisschen besser aus als der Normalnutzer, haben aber nicht dieses administrative Recht. Und es gibt den Normalverbraucher, der sich so ein Gerät einfach hinstellt, das benutzen will, aber technisch nicht so versiert ist, dass er weiß, wie das im Detail funktioniert. Muss er auch nicht. Dafür ist es so eingerichtet, dass es einfach out of the box funktioniert. In dem rechten unteren Bild habe ich mal eine Karte gezeigt, die die geografische Verteilung von Freifunknetzwerken auf der Karte anzeigt. Und das Blaue ist jetzt zum Beispiel eine Region, wo mehrere Knoten zu einem Verbund
zusammengeschlossen sind über das Mesh-Netzwerk. Man kann jetzt dann reinzoomen, um das weiter zu detaillieren. Diese Art der Kartenansicht gibt es mit dem entsprechenden Overlay auf OpenStreetMap-Basis auch für verschiedene andere Zwecke. Das ist also auch keine wahnsinnig neue Idee. Es soll einfach einem nur helfen, die Router so zu platzieren, dass möglichst viel Fläche abgedeckt ist, um die Nutzung zu maximieren. Das ist das, was unsere Bundesregierung seit Jahren versucht. Flächendeckendes Highspeed-Internet kriegen sie nicht hin. Wir zeigen es, wie es gehen kann, mit wenig Geld in schnellerer Zeit. So, wenn man jetzt dann mal weiter reinzoomt in diese Karte, dann sieht man die eigentliche Knotenkarte mit den aufgelösten Routern. Jeder von diesen blauen Böppeln stellt also so ein Gerät dar. Und die kleinen roten Punkte drumherum, das sind die Clients, die sich eingebucht haben, also Smartphones, Laptops. Man kann das natürlich auch drahtgebunden nutzen. Und die grünen Linien zeigen die Mesh-Verbindungen an, das heißt die beiden oder die Router, über die grünen Linien verbunden sind, die reden miteinander und routen die Daten auch weiter. Rote Linie heißt, dass die Verbindung einfach ein bisschen schlechter ist, das können die Router messen, das ist die Signalstärke in Dezibel. Und dadurch ergibt sich eben ein Zusammenhang, wie gut vernetzt die sind. Es bietet auch eine Aussage darüber, über die Ausfallsicherheit, wenn jetzt zum Beispiel jemand keinen DSL-Anschluss hat, weil die Telekom eine Störung hat, dann wird das überbrückt durch einen anderen. Das heißt, dadurch wird auch die Ausfallsicherheit deutlich erhöht. Muss man ein bisschen schneller vorangehen. Das lasse ich jetzt mal aus. Hier ist ein erstes Beispiel, das ich euch mal zeigen möchte. Da ging es um das Jugendzentrum in der Gemeinde Altdorf, wo ich herkomme, bei Landshut. Das Jugendzentrum selbst hat einen kirchlichen Träger. Die haben zwar einen DSL-Anschluss, den wollen sie aber nicht teilen. Gegenüber ist die Musikschule, die wiederum wird von der Gemeinde getragen. Die Gemeinde hat dem Freifunkverein einen Zuschuss gewährt und hat gesagt, sie unterstützen das Projekt. Und wir haben einen Freifunkrouter jetzt in der Musikschule aufgestellt und schicken damit die Daten aber rüber ins Jugendzentrum, weil da sitzen die Jugendlichen, die WhatsAppen müssen. Und was weiß ich noch alles. Also da haben wir ihnen einen großen Gefallen getan. Die haben sich tierisch gefreut, die Kiddies. So, da sieht man mal zum Beispiel ein Gasthaus mit angeschlossenem Hotel. Das ist also der Fall, dass man viele Gäste hat, die ständig wechseln. Auch da ist die Sicherheit gegeben, dass die Störerhaftung wegfällt. Und es ist eine kostengünstige Alternative ohne großen Installationsaufwand. Die Graphen auf der linken Seite, die zeigen die Anzahl der Clients bzw. darunter den Datendurchsatz. Damit man schauen kann, ob die Leitung recht stark missbraucht wird oder ob alles in Ordnung ist. Hier. Genau, nochmal ein bisschen mehr Grafiken. Links unten sieht man die Verteilung der Signalstärke. Das spiegelt sich dann eben in den grünen oder roten Linien wieder. Und es gibt noch wesentlich mehr Diagnosemöglichkeiten und Statistiken. Will ich jetzt vielleicht im Detail gar nicht weiter eingehen. Das Video, das machen wir beim 5-Minuten-Schild, weil da muss ich das dann ausschalten. Interessant ist dieses Bild hier. Ganz offensichtlich stimmt da irgendwas nicht. Wenn man sich das, man kann das vielleicht schlecht lesen, die Entfernung zwischen dem Punkt links oben und da, wo der andere Router sitzt, das sind 7 Kilometer. Das sind aber nur 2 solche Dinge. Also das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Da sind die Koordinaten falsch eingetragen. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, warum, was hat das eigentlich mit Geoinformatik zu tun? Das ist also in sich so kohärent, man kann eigentlich, die Koordinaten müssen richtig sein, sonst passt dieses Bild nicht. Oder man trägt sie überhaupt nicht ein. Das würde ich aber nicht empfehlen. So, dass man eigentlich immer eine geografische Referenz hat. Und es geht so weit, dass man sogar die Dicke von Mauerwerken, den Baumbewuchs, sogar schlechtes Wetter anhand dieser Signalstärken ablesen kann, wenn man die Statistiken genauer untersucht. Und
Dann haben wir noch unsere lieben Gäste, Flüchtlinge. Ich weiß nicht, warum sagt man nicht Fliehlinge? Was ist der Unterschied zwischen Fliehen und Flüchten? Ich habe jetzt mal dieses Wort eingeführt, weil ich dachte, es Gäste haben wir schon, Zurgoraste heißt es bei uns. Also die Flüchtlinge sind natürlich heilfroh und die Flüchtlingsunterkünfte sind auch froh, dass sie sich nicht drum kümmern müssen. Das hat uns ziemlich weit vorangebracht, weil dadurch die Akzeptanz dieses Freifunksystems deutlich gewachsen ist und eigentlich kommen die meisten Kommunen ohne Freifunk inzwischen nicht mehr aus, wenn sie ein Asylbewerberheim ihr eigen nennen. Okay, wir haben es schon 5 Minuten, die Beispiele lasse ich jetzt weg. Schauen wir uns noch den Film an. Der Film zeigt uns die Stadt Landshut an Weihnachten vom 24. bis zum 27. Und da ist das Knotenvideo. Kurz mal pausieren. Muss ich ein bisschen was dazu erklären? Mein Mikro bleibt, hat das Mikro nehmen. Ach so, Entschuldigung, genau. Hallo? Okay. Interessant ist also Folgendes, dieser Oberpower, das ist ein großes Einkaufszentrum über 2 Etagen mit mehreren 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche. Das hier, die Straße, die so durchsät ist mit Freifunkknoten, das ist die Altstadt, eine Fußgängerzone. Und hier rundherum sind Kneipen, der Augustiner, den müsst ihr euch noch ein bisschen merken und oben die Bäckereien und das Café. Und jetzt schauen wir mal. Unten ist der 24.12., könnt ihr das lesen? Ja. 20.30 Uhr, da sind jetzt alle zu Hause beim Weihnachten feiern. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Also es ist relativ ruhig, es ist 22 Uhr. Jetzt sieht man schon, dass in dem Café ein bisschen was los ist, rechts unten. Es vergeht die Nacht, es passiert eigentlich nicht besonders viel. Das... Das ist der 25. Da sieht man schon, die Leute sind jetzt eigentlich auch lieber in dem Restaurant als zu Hause bei den Lieben. Jetzt ist es 5 Uhr nachts, da passiert nichts. Ihr seht auch, wie ab und zu die Verbindungen zueinander abbrechen und wieder aufbauen. Die rote Strich zum Beispiel, die ist so schwach, dass er wirklich vom Wetter abhängig ist. Der Oberpower, der Laden, der hat natürlich zu an den Feiertagen. Warum da Clients eingebucht sind, das liegt einfach daran, dass die Leute an der Straße vorbeigehen und dieses WLAN-Signal nutzen. Also in der Stadt ist es tatsächlich so, dass die ganze Fußgängerzone im Prinzip ein offenes WLAN hat. Also ganz Landshut freut sich. Wie spät haben wir es denn? 17 Uhr. Ich spule mal ein bisschen vor. Eigentlich wird es jetzt dann erst interessant. Jetzt sind wir am 2. Weihnachtsfeiertag und jetzt hat er am 27. um 8 Uhr morgens, wenn die Läden aufmachen, was machen die Leute da? Alle gehen in einen Einkaufsladen und bringen ihre Weihnachtsgeschenke zurück oder tauschen die ein. Und dieses Verhalten, dieses Bewegungsprofil, das man daraus ablesen kann, das erlaubt also noch deutlich mehr Rückschlüsse über die, wie belebt Stadtteile zum Beispiel sind, wie gut Kneipen besucht sind, wie gut der Friseursalon läuft. Man kann also... Jetzt hat genau so. Da geht es also richtig zur Sache jetzt. Und dann sind wir auch schon durch. Wie gesagt, das wollte ich noch kurz abschließend anmerken, diese Bewegungsprofile, da bin ich inzwischen so weit, dass ich behaupten möchte, wenn man genügend Trainingsdaten hat, dann kann man also auch anhand der Nutzungsprofile erkennen, um was es sich handelt. Handelt es sich um eine Flüchtlingsunterkunft,
um eine Wirtschaft, um einen Einkaufsladen, weil natürlich die Leute nur tagsüber einkaufen gehen, sonntags haben die Geschäfte zu, aber die Kneipe hat auf, die Flüchtlinge haben die Angewohnheit, dass sie nachts um 4 genauso viel surfen wie tagsüber. Jugendzentrum zum Beispiel ist der Datendurchsatz eher gering, aber es sind viele Clients, die müssten WhatsAppen. Man kann also ziemlich genau ablesen, was eigentlich dort gerade passiert. Und wenn man das über die OSM-Karte legt und die entsprechenden Amenities raussucht, dann kann man also noch mehr Rückschlüsse ziehen. Man muss praktisch nur den Punkt matchen, das Objekt darunter anschauen, die Amenity-Tags untersuchen und dann hat man Live-Daten mit Geo-Bezug. Das wollte ich, beziehungsweise ich sag mal, es ist ja OSM Freitag und Samstag. Da wollte ich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Leider funktioniert das praktisch nicht, aber ich habe noch ein paar mehr Details. Wen das interessiert, können wir gerne noch ein bisschen weiterreden. Das war's dabei. Ich bedanke mich. Herzlichen Dank, Alexander. Wir haben Zeit für Fragen. Ja, ich bin ein bisschen verwundert. Du hast einerseits gesagt, es gibt überhaupt keine Protokollpflichten, was die Vorratsdatenspeicherung angeht oder so. Andererseits hast du gezeigt, wie toll man da Massendaten sammeln kann. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Ist das wirklich glaubhaft, dass das alles so gelassen wird von den Diensten, ohne dass es da vielleicht doch Absprachen, also vom Geheimdienst oder so, dass es da vielleicht doch Absprachen gibt und da nicht jeder machen kann, was er will? Also die Geheimdienste kommen natürlich so weit wie bei jedem Telefonanschluss, bei jedem Internetanschluss. Man kann einfach nur sagen, das, was die Freifunk-Firmware macht, ist Open Source. Also da sind keine eingebauten Backdoors drinnen. Natürlich, alle Daten, die irgendwo übers Netz gehen, sind irgendwo abgreifbar. Aber durch die verschlüsselte VPN-Verbindung sind wir da safe. Wenn das deine Frage soweit beantwortet. Was ich hier gemacht habe, das ist im Prinzip das Metadata-Mining sozusagen aus den öffentlich verfügbaren Daten. Da kann ja jeder draufschauen. Da muss man einfach nur lang genug hingucken. Aber ich weiß nicht, welcher rote Punkt ist, welche IP-Adresse, welche Person steckt dahinter. Das weiß ich nicht. Das sind anonymisierte Statistikdaten. Die versuche ich natürlich wieder reverse zu engineeren. Bis zu einem gewissen Punkt geht das, aber ich kann sie nicht personalisieren. Noch Fragen? Wie groß oder wie klein schätzt du die Gefahr ein, dass, wenn ich durch die Straße gehe, sehe einen Freifunk, dass ich an einen Honeypot gerate? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das möchte ich auch mal probieren, also beziehungsweise so einen Honeypot-Router aufsetzen. Das ist tatsächlich richtig. Ich habe natürlich auch als Besitzer des Geräts Root-Rechte, das heißt, ich könnte da Böses im Schilde treiben. Das hast du aber jedes Mal, wenn du dich irgendwo in einem Bahnhofscafé setzt mit Internetanschluss, genauso. Okay. Gibt es noch weitere Fragen? Die Feuerwehr hat noch eine Frage. Es ist eher noch eine Bemerkung. Es gibt ja noch ein anderes Projekt, welches auch auf offene Funknetzwerke setzt, der Things Network, wo ein Holländer am Aufbauen eines weltweiten Netzes ist, wo man auch frei Geräte, also Sachen, IoTs, Device an einem Netz anschließen kann. Aber leider sind dort die Kosten für eine Basisstation, welche dann aber ein Gebiet von 15 Kilometern abdeckt, noch wesentlich höher. Und ist das, aber es ist ein anderer Funkstandard dann, ja? Es ist LoRa-Funkstandard. Ja. Ist für ganz geringe Datenmengen, aber ist auch so ein Projekt. Ach ja, das habe ich schon mal gehört. Welches ja, genau. Frei ist und welches auch noch, finde ich, für auch Sensoren in dieser Art wird das, glaube ich, hergenommen. Ist. Genau, ja.